Und da sind wir autark zum dritten. Herzlich willkommen im Studio. Dankeschön. Großer Jubel im Studio, Herr Guttendorf, weil wir so sympathisch sind. Ja. In der letzten Sendung haben wir uns mit dem Thema Autarkie auf Mallorca beschäftigt. Es geht also, und nun kann man immer wieder sagen und diskutieren und dann sagen, na ja, das sind so kleine Lösungen, so kleine Häuser und dann geht das schon und so weiter. Aber es geht auch bei größeren Objekten. Geht das? Geht genauso gut, hätte ich fast gesagt. Geht sogar eigentlich noch besser. Also wenn Sie jetzt an ein Objekt denken, wo mehrere Menschen leben, mehrere Parteien leben, hat man ja auch einen viel homogeneren Stromverbrauch. Ja, der eine kocht um 12, der andere um 1, der nächste gar nicht oder abends. Und somit hat man also einen viel gleichmäßigeren Stromverbrauch. Passt eigentlich noch viel besser für Autarkie. Mhm. Man muss natürlich die Erzeugungsleistung dem Verbrauch anpassen. Also man muss mehr Energie erzeugen, vielleicht auch mehrere Formen der Energieerzeugung nutzen. Das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Aber grundsätzlich geht das genauso gut oder sogar besser. Ein größeres Objekt hat, glaube ich, auch den Vorteil, man kann allein schon aufgrund der Größe verschiedene Sachen auch mixen. Man kann anders konzipieren. Man hat ein größeres Instrumentarium zur Verfügung. Ganz genau, ja. Und ja, die Kosten verteilen sich anders. Insofern kann man also da eher aus dem Vollen schöpfen und kann also einfach mehr Energie erzeugen. Man kann sich auch Gedanken machen, wie man beispielsweise Wärme mit integrieren kann, wie man Elektromobilität mit integrieren kann. All das ist möglich, weil man einfach auch mehr Erzeugungsleistung hat und einfach ja, in größeren Dimensionen denken kann. Wir zeigen Ihnen jetzt ein wirklich tolles Haus, in dem Sie gerne wohnen würden. Ich meine, es steht auf Mallorca, das ist sowieso schon mal schön. Und dann ein Haus mit allem drum und dran. Und das Ganze ist autark, regenerativ versorgt. Bauen mit der Energiewende, das kann auch so aussehen. Vom Passivhaus zum Aktivhaus. Man muss nicht die eigenen vier Wände bis zum geht nicht mehr einpacken, wenn man mit einem gekonnten Konzept und Energiemanagementsystem das Wechselspiel zwischen Energieproduktion und Verbrauch modern steuert. Dieses Haus auf Mallorca ist das beste Beispiel dafür. Regenerative Energieversorgung ist auch bei größeren Häusern und Objekten problemlos möglich, wenn man das richtige Konzept auswählt. Adriano, der vor 3 Jahren eröffnet wurde. Wir sehen hier auf dieser Seite die Malgrat-Inseln. Also wir sind hier in zweiter Meereslinie. Und wenn man die ganzen Liegestühle haben die FDP-Wähler mitgenommen. Na, habe ich zu viel versprochen? Herr Dr. Piepenbrink hat mich hierher geschleppt zu Herrn Holzinger, um also ein richtiges Hightech-Haus zu zeigen. Hier ist alles drin, was geht, aber am meisten hat mich angelockt, als Sie mir erzählt haben, dass dieses Haus wie eine Pflanze funktioniert. Ja, das ist richtig. Die Energie aus dem Erdreich wird wie bei einer Pflanze über Wurzeln in das Haus eingebracht. Und wie bei einer Pflanze wird scheint die Sonne auf die Blätter. Und die Dächer mit Photovoltaik belegt, bringen die Energie von oben in diesen Kreislauf ein. Und der jahreszeitliche Gang zwischen Sommer und Winter sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima. Wie nennt man sowas? Gibt es dafür einen Begriff? Ja, Herr Holzinger nennt das Solarbionik. Und das ist eine Fortentwicklung der Erdwärmetechnik kombiniert mit Photovoltaik und Stromspeicherung. Also Herr Dr. Piepenbrink, Solarbionik, das ist ja wirklich wieder ein ganz neuer Begriff. Das ist sozusagen Energiewende 3.0. Ja, das ist richtig. Es gibt noch einen weiteren Begriff, den nennt Herr Holzinger Solarmimikry. Das heißt, die Fenstertechnik in diesem Haus hat auch sonnenstandsabhängige Transmissionsgrade und ermöglicht so auch noch eine gesteuerte Erwärmung im jahreszeitlichen Gang. Und das macht die Elektronik von alleine, das gesamte System? Dazu braucht man nicht mal Elektronik. Das ist über die Beschichtungstechnik der Fenster möglich. Konventionelle Energie braucht Hausbesitzer Jürgen Holzinger keine mehr. Das hat erst einmal gar nichts mit politischem Energiewendegedanken oder purem Umweltbewusstsein zu tun. Konventionelle Energie hat hier keine Chance, weil sie einfach vollkommen unmodern und viel zu teuer ist. Warum auch soll man sich als Häuslebauer heute auf eine veraltete, immer knapper und permanent teurer werdende Ressource einlassen, wenn die Produktion regenerativer Energie dagegen täglich billiger wird? Die Zeit konventioneller Energie ist ganz einfach vorbei. Ein
nee, konventionelle Energie ist völlig out. Wir verfolgen hier ein ganz anderes Konzept. Und zwar im Gegensatz zu Passivhäusern haben wir hier ein Aktiv-Solarhaus realisiert, das sich im Prinzip mit seiner Umgebung austauscht. Das bedeutet, hat das Haus zu viel Energie, sprich ist es zu warm, gibt es Energie an die Umgebung ab, beispielsweise zum Erdreich. Ist es im Gebäude zu kalt, wird sich das Gebäude aus der Umgebung Energie ziehen in Form von Sonnenenergie oder Geothermie und somit praktisch das Haus wieder klimatisieren, auf entsprechende Temperatur bringen. Hier auf Mallorca lässt sich bestens zeigen, dass das tatsächlich heute bestens funktioniert. Zunächst ist es ja mal so, wir haben das Haus hier auf Mallorca deswegen gebaut, weil es sich hier um sehr extreme Klimabedingungen handelt. Wir haben hier auf Mallorca die gleichen Heizlasten als in Deutschland. Bedingt durch die hohe Luftfeuchtigkeit benötigen wir hier 2 bis 3 Grad höhere Raumtemperaturen, um einen Wohlfühlbereich zu generieren. Umgekehrt ist es im Sommer. Wir haben hier extrem hohe Kühllasten, bedingt durch hohe Umgebungstemperaturen und auch bedingt durch hohe Luftfeuchtigkeit. Stellt uns das natürlich bauphysikalisch vor extreme Probleme. Und dafür wollen wir hier natürlich anhand solcher Häuser auch Lösungen zeigen. Es gibt also moderne Lösungen, die besser sind als das, was man heute so im Allgemeinen überall kräftig verbaut. Aber warum? Ich meine, wenn ich jetzt so einen Stand der Technik habe, warum wird es nicht Standard? Ich baue in so einen Computer ja auch keinen veralteten Prozessor ein. Weil es einfacher ist, mehrfach verglaste Fenster zu verkaufen, als Beschichtungen einzuführen. Und dieses Haus ist völlig brennstofffrei. Das heißt, in Deutschland würde der Gasabsatz reduziert, wenn alle Leute auf Wärmepumpen und Eigenstromversorgung umstellen. Und das ist nicht im Interesse der Energieversorger. Ist das wirklich so, dass ein Fensterhersteller sagt, machen wir nicht, wir machen lieber unser altes Produkt? Nein, das ist nicht so. Aber es ist sicher so, dass einfache Technologien, die Material einsparen und Brennstoffe einsparen, sicher eher die Investitionen der etablierten Baustoffhersteller gefährden und dass deshalb in Deutschland auch durch die NF sehr gerne isoliert wird und mehrfach isoliert wird und dass ja Isolation belohnt wird und keine Aktivität belohnt wird. Aktivität wird bestraft in Deutschland und Passivität wird belohnt. Die NF, also die Energiesparverordnung, ist stark umstritten. Sie zementiert teilweise veraltete technische Standards und behindert innovative Lösungen. Wir müssen viel schneller alte Zöpfe abschneiden und unser modernes Know-how konsequent nutzen. So wie in diesem Fall. So, auf dieser Fläche hier ist die Geothermie untergebracht. Und zwar im Abstand von 20 Metern ist jeweils eine Bohrsonde von 100 Meter Tiefe eingebracht. Kann man das überall machen? Das kann man überall machen. Wir sprechen hier von oberflächennaher Geothermie. Das heißt, die Bohrlöcher gehen nur bis 120 Meter maximal. Und eigentlich kann man es überall machen, außer es gibt irgendwelche Mikroklimaten, die dadurch Entzug von Leistung beeinflusst werden können. Und wie sieht sowas aus? Ja, kann ich Ihnen kurz mal ein Bild zeigen. Hier sehen Sie zum Beispiel die Maschine, mit der diese Bohrlöcher gemacht wurden. Im Prinzip ist es ein Loch, das ist 20 cm im Durchmesser. 20 cm ist ja nicht so viel, oder? Das ist nicht viel, nee. Und wie gesagt, da wird ein Kunststoffrohr eingeführt. Praktisch einmal rein und auf der anderen Seite wieder raus. Das ganze Bohrloch wird dann mit Bentonit verfüllt, sodass ein optimaler thermischer Übergang zum Erdreich stattfinden kann. Okay, Herr Holzinger, ich liebe ja dieses Bild mit den Pflanzen von Herrn Dr. Pippenbrink. Wie geht das dann jetzt weiter? Dazu gehen wir jetzt am besten mal in den Technikraum. Dort kann ich Ihnen die Technologie zeigen, wo die einzelnen Energieströme gelenkt werden. Okay, dann los. Herr Dr. Pippenbrink freut sich, weil ich verstanden habe, dass es hier 3 Kreisläufe im Haus gibt. Stimmt's? Das ist richtig. Wir haben hier das Energiemanagementsystem, das die Energieströme auf 3 verschiedenen Temperaturebenen steuert. Kreislauf 1 für die Brauchwassererwärmung, Kreislauf 2 ist für Pool- und Raumheizungsunterstützung und Kreislauf 3 dient der Regenerierung des Erdreichs. So aufwendig sieht es eigentlich gar nicht aus. Ist er auch nicht. Es handelt sich hier nur um eine Pumpe und 3 Ventile. Und ist sowas wartungsintensiv? Das ist ziemlich wartungsfrei, ist eigentlich Standardtechnik. Wir brauchen auf keine Zukunftstechnologien zu warten, um unsere Häuser vollkommen sicher und preisgünstig mit regenerativer Energie zu versorgen. Es ist alles da.
Wir müssen ganz einfach nur umsetzen und uns von alten Bildern lösen. Bei meiner langjährigen Arbeit als Wissenschaftsfernsehjournalist ist mir klar geworden, wie schwer wir uns in der Gesellschaft damit tun, alte Lösungen und Verfahren abzulösen und neue Wege zu gehen. Aber nun gibt es bessere Technologien für die eigene Energieversorgung, die Mobilität sogar mit einbezogen. Letztlich müssen wir nur das Beharrungsvermögen überwinden und konsequent das Neue, Bessere ganz einfach einsetzen. Also wenn man sowas sieht, das ist einfach am überzeugendsten, wenn man eben genau erkennen kann, wie das Ganze funktioniert. Und was mich am meisten fasziniert ist, hier ist Strom der ganze Treibstoff. Ja, richtig, Herr Ferenczky. Und in einer Größenordnung eines Hauses mit 460 Quadratmetern wird von sehr vielen Personen bewohnt und ist absolut brennstofffrei. Das heißt, dieses Haus hat über Wärmepumpen und Photovoltaik so viel Energie, ganzjährig autark zu sein in Komfortstrom, in Wärme und in Mobilität. Das heißt, Sie können auch selber Solar noch tanken und damit fahren. Ja, weil Sie halt den Photovoltaikstrom über entsprechende Ladestandards direkt in die Fahrzeuge bringen können. Das heißt, diese Fahrzeuge können Sie nicht nur tagsüber laden, sondern auch noch Solar laden. Mhm. Herr Holzinger, im Drehbuch steht jetzt, dass Sie mir die Hausschlüssel und die Autoschlüssel übergeben. Was, Sie schmeißen mich jetzt raus? Es war ganz jetzt nett, bin ich überzeugt. Sie das haben und ich danke Ihnen für Ihren jetzt muss ich gehen. Oh. Herr Dr. Biebenbrink, vielen Dank. Ja, hier im Studio wurde während des Beitrags gerade diskutiert, ob es sich um das Privathaus von Herrn Guttendorf handelt. Aber wir können sagen, das ist nicht der Fall. Leider nicht. leider noch nicht. Also ich meine, okay, das ist jetzt kein Haus gewesen für, sagen wir mal, den normalen Häuslebesitzer. Aber es funktioniert, es kommt tatsächlich auf das Konzept an. Genau, ja. Also da hat man halt ein relativ großes Instrumentarium, was man dort machen kann und da muss man halt immer die passende Lösung suchen. Hier ist ja interessant, wir haben es ja zum Schluss gesehen, wir haben hier die Integration von Strom, von Wärme und von Mobilität. Und das sind, glaube ich, die Punkte, auf die es ankommt, dass man das Konzept nicht nur denkt für eine Stromversorgung, sondern dass man es integrativ denkt. Ganz genau so ist es. Also letztlich, wenn man über Autarkie nachdenkt, muss man halt relativ viel Energie erstmal erzeugen. Also man muss eine Erzeugungsleistung haben, die über dem liegt, was ich direkt verbrauchen kann. Und da muss ich mir Gedanken machen, was ich mit dem Überschuss tue. Und das bietet sich halt an, dass ich diese Überschussleistung zum Beispiel in Wärme investiere oder auch in Elektrofahrzeugen weiterhin speichere. Mhm. So funktioniert das eigentlich. Die Frage, die sofort kommt, und deshalb möchte ich es Ihnen auch stellen, sind solche Lösungen rentabel? Ja, durchaus. Also die sind durchaus rentabel, weil einfach die Energie kostenlos gewonnen wird und weil ich einfach nur noch dafür sorge, dass ich sie geschickt aufteile und nutzen kann. Wir haben ja in dem Film sogar Sachen gesehen, Fenster, die sich automatisch verschatten und so weiter. Und das tun die ganz automatisch. Also auch hier muss man sagen, das technische Instrumentarium ist da, es harrt einfach der Umsetzung. Ja, in der Masse fehlt es immer an der Bereitschaft, sowas umzusetzen. Aber man sieht halt an solchen Objekten, dass es durchaus Sinn macht und eine gute Lösung darstellt. Ja. Wenn man an Luxusvillen vorbeifährt, fällt mir immer wieder auf, das sind eigentlich diejenigen, die als allerletztes anfangen mit regenerativer Energie. Das ist doch eigentlich verrückt. Das sind doch gerade die Leute, die es machen könnten, die erstmal Geld reinstecken können, um später nach hinten zu sparen. Ist das tatsächlich so eine Frage, wenn ich mehr Geld habe, dann spare ich auch noch weniger Energie, dann ist mir das völlig egal? Offensichtlich ist das so. Obwohl ist es nicht nur so, dass da mehr Geld ist, um zu investieren, sondern die Anlage wird sich auch viel schneller amortisieren, weil einfach der Stromverbrauch so groß ist, nicht? Und die Einsparung dementsprechend groß wäre und die Investitionskosten ja nicht proportional dem Stromverbrauch sind. Und insofern wäre da eine Amortisation sehr viel schneller gegeben. Wir reden ja immer von Netz, wir reden immer von Autarkie. Nun ist das kein Selbstzweck. Das Netz bietet zwar eine sichere Versorgung, aber das Netz kann auch Probleme machen, finanzielle Probleme. Es ist wahnsinnig teuer, ein Netz zu betreiben. Nehmen Sie Ihre Stromrechnung zu Hause. Wenn Sie sich das angucken würden, wenn man das richtig aufteilen würde, der Strompreis ist ja eigentlich nicht wirklich so richtig transparent auf Ihrer Rechnung, würde man sagen, okay, der Strom selber an sich macht bei Ihnen vielleicht 2 bis 3 Cent aus, aber die Netzdurchleitung dafür, dass Sie ein Netz zur Verfügung haben, dass die Kilowattstunde durchgeleitet wird, kostet locker 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde. Also, Herr Guttendorf, das Netz ist richtig teuer.
Das Netz ist richtig teuer, das sieht man halt an diesem Inselsystem, sieht man es direkt. Also wenn man das Netz bis dahin legt, hat man einfach einmal Kosten, die muss ich einfach investieren, um das Haus überhaupt am Netz anzuschließen. Und hier in Deutschland sieht man das halt an jeder Kilowattstunde, wo halt dann das Netzentgelt entsprechend draufgelegt wird. Und das ist ja mehr als die Kosten für den reinen Strom. Das ist ja total irre. Wir reden über die Kosten der Stromerzeugung, aber die wesentlichen Kosten des Stroms, nämlich die Netzdurchleitung, das Netz, das diskutieren wir gar nicht. Die Erzeugung ist eine Sache, die Verteilung kostet deutlich mehr, ja. Ökonomisch ist das mittlerweile durchaus ein Punkt. Es gibt größere Wohnobjekte, wo man tatsächlich sich überlegt hat, aufs Netz zu verzichten. Wir zeigen Ihnen noch einen Film aus Mallorca. Dort wird ein neues Wohngebiet gebaut und dort macht man tatsächlich den ganzen Bau autark. Leider wird es mit meinem Einzug auf Mallorca nun nichts. Dafür aber tröstet mich Andreas Piepenbrink von E3DC mit einer ziemlich genialen Zusammenfassung der ganzen Thematik. Ich glaube, wir müssen Strom an sich ganz neu denken. Strom ist nicht nur Strom für die Geräte. Richtig, Strom macht mobil, Strom macht Wärme und Strom ist speicherbar, Strom ist transportabel und kann leicht ohne Verluste weitergeleitet werden. Deshalb ist ja auch die Lösung der Zukunft, die sich in breiter Front durchsetzen wird. Wenn wir sagen Wärme mit Strom, sagen ganz viele, oh, Strom ist eine edle Energie, können wir nicht verheizen. Das hat sich jetzt aber geändert. Das hat sich geändert, weil die Erzeugungskosten so derart niedrig sind und die Wartungs- und Verschleißkosten dieser Systeme nahe null. Das heißt, die Häuslebauer und alle anderen müssen umdenken, Strom ist der Schlüssel. Die denken schon lange um, aber durch den Einsatz der Speichertechnik haben sie eine unendliche Flexibilität und eine zeitverzögerte Nutzung dieser Dinge. Und da die Speicher auch in Elektroautos massiv zu Hausautarkie beitragen werden, haben sie dann auch den kompletten Energiekreislauf unterstützt, inklusive Mobilität. Das alles ist schon längst kein Elitenthema mehr. Nicht nur Traumhäuser lassen sich inzwischen autark versorgen. Die ganze Technologie des Bauens mit der Energiewende ist längst beim normalen Haus- und Wohnungsbau angekommen. Dafür lassen sich sogar weitere Beispiele auf Mallorca finden. Und so kann man hier seine Zeit besser verbringen, als gelangweilt am Strand zu sitzen, das gute Wetter zu genießen und im herrlich kühlen Wasser zu schwimmen. Eine wunderbare Baustelle zu besichtigen ist natürlich viel schöner. Bei diesem modernen Geschosswohnungsbau wird auf nichts verzichtet und dennoch gibt es keine Notwendigkeit externer Energieversorgung. Wie wird dieses Haus beheizt? Dieses Haus wird beheizt durch Wärmepumpe sowie Klimaanlage warm-kalt. Und betrieben wird das Ganze nach wie vor durch unsere Anlage, die Photovoltaik, die dementsprechend alles abdeckt und wir theoretisch keinen festen Stromanschluss brauchen. Heute ist die Durchleitung von Strom viel teurer als die Energie selber. Umso wirtschaftlicher sind inzwischen Speicher. Andreas Piepenbrink ist stolz darauf, dass die Ingenieure hier auf sein System von E3DC zurückgreifen. Wir haben Ihren Stromspeicher gewählt, weil der eben auf Lithium-Ionen-Basis ist und dementsprechend die größte Möglichkeit hat, den überschüssigen Strom zu speichern und abends wieder abzugeben. Die Energiewende beim Bauen ist voll in der wirtschaftlichen Realität angekommen. Regenerative Energieversorgung ist voll rentabel. Die ökologischen Aspekte schon lange nicht mehr der Hauptgrund, auf diese Technologien zu setzen. Das hat überhaupt nichts mit Öko zu tun. Also es ist einfach die Technologie, die auch mal angewandt werden muss im normalen Einfamilienhausbereich, die uns letztendlich dazu bewogen hat, das alles hier zu verbauen. Es ist alles auf dem Markt, es ist alles möglich und wir haben es hier einfach anwenden können. Allein der Standort ist dafür prädestiniert. Das Bauen mit der Energiewende. Ja, so kann man seine Zeit auf Mallorca auch verbringen. Es war eine beeindruckende Vorstellung. Ja. Es geht, oder? Ja, Herr Ferenczky, Sie haben es gesehen, es funktioniert. Man kann sich energieautark machen. Und genau so machen wir das in Deutschland auch. Alles klar. Sehen wir uns in Deutschland. Ja. Alles klar, bis dann. Danke. Gute Zeit. Tschüss.
Danke, Andreas Piepenbrink, und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Teil von Bauen mit der Energiewende ist jetzt ein wenig Zeit. Also hier handelt es sich nicht um ein Millionärsobjekt, hier handelt es sich nicht um ein Einfamilienhaus, hier handelt es sich tatsächlich um eine komplette Anlage, die man weitestgehend mit Sicherheit autark betreiben kann. Und das ist ja dann eigentlich das, was uns als nächster Schritt in der Energiewende bevorsteht, dass man tatsächlich auch sagt, wir bauen auch größere Anlagen relativ autark. Ganz genau. Und das, was ich vorhin schon mal sagte, also die... Wenn ich mehrere Parteien versorgen muss, wird halt der Stromverbrauch homogener. Ich komme also mit gleichbleibendem Stromverbrauch über den Tag, kommt einer autarken Versorgung deutlich entgegen. Und der Strombedarf insgesamt ist groß und somit ist die Autarkie günstiger herzustellen, als wenn der Strombedarf gering ist. Das heißt, die Amortisation ist deutlich schneller gegeben. Nun würde man sich ja vorstellen, bei so einem System, bei so einem Haus mit sehr vielen Wohnungen, da baut man ein riesiges System rein, wo alles gespeichert wird. Bei dem Haus haben wir auch die klassischen E3-DC-Systeme. Da packt man im Grunde genommen dann mehrere kleine Systeme zusammen. Stichwort Farming. Geht. Ganz genau. Also im Farming sind wir im Grunde nach oben offen. Wir können also beliebig viele Systeme zusammenstellen, können das auch jederzeit erweitern. Und das ist da heute das Mittel der Wahl. Gibt es denn tatsächlich Hausgesellschaften, die sagen, wir bauen einen Wohnkomplex, wir wollen solche Hauskraftwerke machen, wir wollen autark werden? Gibt es da eine Nachfrage? Die Nachfrage sehen wir schon. Die ist auch durchaus steigend. Und das ist ja auch, im Grunde ist das eine gute Idee, eine coole Idee. Wie gesagt, Sie haben den homogeneren Stromverbrauch, Sie haben eine größere Gemeinschaft von Menschen, die das mitfinanzieren und somit auch mehr Möglichkeiten, zum Beispiel auch auf eine zweite Erzeugungsart zu gehen. Also wenn man jetzt wieder über deutsche Winter nachdenkt, dann hat man halt einen kürzeren Sommer als auf Mallorca, man hat weniger Ertrag und da macht es halt Sinn, in eine zweite Energieform, zum Beispiel ein kleines Blockheizkraftwerk zu investieren. Und das funktioniert halt in größeren Gemeinschaften besser, lukrativer, als wenn ich das alleine im Einfamilienhaus tue. Wenn ich jetzt mal Mallorca übertrage nach Deutschland, dann ist es so, nehmen wir Mieterstromprojekte. Wir haben eine Sendung über Mieterstromprojekte in München schon gemacht. Und da hat man tatsächlich um die 40% Eigenversorgung geschafft, ohne ein Hauskraftwerk, ohne einen Speicher. Ich meine, und das in einer Stadt wie München. Deshalb sind, glaube ich, solche Projekte sind die Zukunft. Mieterstromprojekte, Photovoltaik auf dem Dach. Und dann kann man natürlich die Eigenversorgung nach oben treiben, wenn man tatsächlich anfängt, Energie durch ein Hauskraftwerk verwalten zu lassen. Ganz genau, verwalten zu lassen, speichern zu lassen für die Nacht und wie gesagt, vielleicht noch eine zweite Energieform dazu zu nehmen, das macht auf jeden Fall Sinn. Was mir so unbegreiflich ist, dass man erst jetzt darauf kommt, warum man das nicht macht. Also man sagt ja immer, die Städte, die können nichts machen, das können die Leute in der Region machen und plötzlich so ein olles Mietshaus in München ohne Speicher versorgt sich zu 40% selber. Das sind ja Potenziale, die für die Energiewende da sind, die einfach völlig ungenutzt sind. Das stimmt, ja. Da muss man offensichtlich erstmal drauf kommen, ja. Aber auf alle Fälle ist das auch eine Lösung, die Mieter zusammen machen können. Das ist wieder ein Beispiel für Genossenschaften zum Beispiel. Ganz genau. Und die Genossenschaft ist sowieso ein tolles Instrument, finde ich, um da auch sich in der Gemeinschaft autark zu machen. Das ist eine tolle Lösung, weil halt die Investition für jeden überschaubar ist und der Erfolg größer ist, als wenn ich es alleine tue. Genau. Und zum Schluss noch einmal, um weitere Zuschauerproteste vorzubeugen. Es muss ja nicht immer 100% sein. Wenn man 80, 70, 60 schafft, ist ja auch schon mal ganz gut. Und das entlastet ja auch öffentliche Infrastruktur. Ganz genau so ist es. Also in Deutschland 100% Autarkie zu schaffen, ist sicherlich möglich, aber das ist häufig auch mit kleinen Einschränkungen verbunden. Aber von 70-90% sehen wir häufig. Und je nachdem, man kann danach leben, man kann danach seine Energie erzeugen. Das muss halt alles optimal zusammenpassen und dann komme ich schon sehr weit. Und 100 ist ein Ziel, wo da liegt die Latte schon sehr hoch. Ja. Und wer es zu 100% wirklich geschafft hat, das zeigen wir Ihnen nächste Woche. Ein tolles Beispiel aus Dülmen. Dort hat man tatsächlich es geschafft, mit einem Blockheizkraftwerk, mit Photovoltaik, mit Speicher, mit Elektroauto sich vom Netz unabhängig zu machen. Das nächste Woche bei Autark. Erstmal herzlichen Dank, Herr Guttendorf, dass Sie da waren. Dankeschön. So.
Wenn Sie unsere letzte Sendung am vergangenen Dienstag verfolgt haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da haben wir Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut den Zuschauern live zum Fraß vorgeworfen. Er hat ja gesagt, wir müssen auf alle Fälle zum Beispiel bestimmte Sachen stoppen. Wir müssen den Flugverkehr nicht weiter ausbauen. Wir sollen keine neuen Straßen bauen, sondern die lieber sanieren und intakt halten. All das haben wir am vergangenen Dienstag in der Sendung diskutiert. Und jetzt gehen wir mal so kapitelweise weiter mit seinem Buch. Er hat viele tolle Anregungen, wie man tatsächlich es umsetzen könnte. Und deshalb freue ich mich jetzt gleich, Michael Kopatz hier begrüßen zu können. Ökoroutine, das Buch, ohne dass wir die Energiewende nicht mehr gestalten wollen und können. Und hier ist der Michael Kopatz. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Kopatz. Hallo. So. Als Herr Kopatz ins Studio gekommen ist, hat er ganz begeistert gesagt, Mensch, das Exemplar ist ja schon richtig zerlesen, zerfaltet. Ja, hat natürlich nicht gemerkt, dass ich extra vorher rumgefaltet habe, damit es so aussieht. So, aber ich habe es tatsächlich gelesen und es ist wirklich Kapitel für Kapitel eine tolle Beweisführung. Und es gibt etwas, das habe ich selber am Hamburger Hafen schon mal gesehen, darüber schreiben Sie in dem Buch. Ich habe den Import von Waren, Zoll, Verzollung und so weiter abgefilmt und es kamen riesige Containerschiffe aus China an. Und drin waren Teiglinge. Teiglinge kennen Sie auch. Also ein großer Teil der Brötchen und der Brezeln, die hier in Deutschland verbacken werden, kommen mittlerweile aus China. Und das beschreiben Sie und sagen, Brötchen können wir eigentlich in Deutschland noch selber backen. Genau, also das zeigt eigentlich ganz deutlich, wie weit wir mittlerweile gekommen sind, dass selbst eine Produktion einer einfachen Lasagne mittlerweile auf 20 Nationen in der Europäischen Union verteilt ist. Eine Lasagne kann man sehr gut eigentlich zu Hause herstellen, kann man zu 100% in der Region herstellen, Arbeitsplätze sichern, hat kurze Transportwege, das ist gut für den Klimaschutz. Aber dennoch ist es so, dass quasi durch die Kosten- oder Skaleneffekte bzw. im knallharten Wettbewerb, der zwischen den Unternehmen herrscht, immer die geringsten Kosten zählen und die Transportkosten spielen fast keine Rolle. Und dann kommen solche Geschichten zustande. Herr Kopatz sagt gerade Lasagne nicht aus Zufall, sondern in diesem Buch beschreibt er tatsächlich den Skandal der Pferdelasagne. Das haben Sie vielleicht in den vergangenen Jahren noch in Erinnerung, dass es plötzlich in Europa und Deutschland einen Riesenskandal gab, nämlich dass plötzlich Pferdefleisch in der Lasagne drin ist. Und da sagen Sie, naja, also gegen Pferdefleisch an sich gibt es nichts einzuwenden, aber der Weg der Lasagne, der ist kritisch zu sehen. Genau, also Pferdefleisch, das klingt jetzt ein bisschen polemisch, aber ist an sich gar nicht ungesund, ist wohl sehr eisenhaltig. Aber ich sage immer über den eigentlichen Skandal, hat überhaupt in den Medien niemand diskutiert, dass genau die Produktion, also nur beim Fleisch hat man festgestellt, dass die Produktion, also von der Schlachtung bis zum Händler und Weiterverarbeitung über 13 Nationen verteilt war. Und quasi alle Supermärkte in Europa waren davon betroffen, fast alle Ketten in Deutschland. Und da hat man gemerkt, wie zentralisiert die Produktion ist. Und für mich ist der eigentliche Skandal, dass genau diese Wertschöpfungsstufen, also dass die Produktion so weit verteilt ist in Europa. Das ist für mich der eigentliche Skandal. Und das an diesem praktischen Beispiel veranschauliche ist ja auch, wie jetzt quasi eine Alternative aussähe. Weil die Dinge müssen nicht einfach so sein, wie sie jetzt sind. Man tut so sehr ohnmächtig. Klar kriege ich jetzt hier da nicht alle Händler in meiner Heimatstadt dazu, dass die jetzt lokal ihre Lasagne herstellen. Man muss sich halt immer die systemischen Fragen stellen. Warum sind die Dinge, wie sie sind? Und das mache ich in diesem Buch. Ja, tatsächlich versuche ich, möglichst stringent zu machen. Also Sie haben gerade das gesagt, eine Lasagne, die für 2,99 Euro in der Tiefkühltruhe landet, ist mit Bestandteilen aus 13 Ländern. Das heißt, es ist mittlerweile eine Lasagne zu kaufen, ist ein interkontinentales Ereignis. Nur das Fleisch, darüber noch gar nicht zu reden. Und das ist natürlich energetisch, nachhaltig, ressourcenaufwendig, ist alles völlig verrückt. In der Tat. Und der Punkt an der Sache ist, man könnte jetzt den Unternehmern da Vorhaltung machen. Sagen, ihr tut das Falsche, macht das Richtige. Aber die Logik des Unternehmers ist ja, er tut das, was am Markt am effektivsten ist, beziehungsweise was den meisten Gewinn erwirtschaftet. Wenn jetzt zum Beispiel Nike mit einmal anfangen würde, oder angenommen, wir stellen uns mal vor, der Vorstand von Nike kündigt an, ab dem Jahr 2019 nur noch ökofaire Turnschuhe zu verkaufen und zu produzieren. Der könnte wahrscheinlich eine Woche später schon seinen Sessel räumen,
weil die Börse ihm das Vertrauen entziehen würde. Die Aktienkurse würde in den Keller gehen, weil natürlich weniger Gewinne zu erwirtschaften sind. Potenziell werden die Leute dann bei der anderen Firma einkaufen, beispielsweise bei Adidas, weil die sagen, das ist mir zu teuer, das sehe ich nicht ein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die Rahmenbedingungen für alle Unternehmen ändert. Und da hat sich herausgestellt bei Befragungen von weltweit 1000 Vorständen, also von großen Konzernen, da hat man die gefragt, was muss geschehen, damit ihr Unternehmen mehr Nachhaltigkeit in der umsetzen kann. Und da sagen 8 von 10, also 80% sagen, für mehr Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen brauchen wir radikalere Vorgaben der Politik. Mhm. Und das finde ich echt faszinierend, dass Wettbewerb ist eine schöne Sache. Ist bloß die Frage, in welche Richtung. Wenn das Unternehmen weiß, mein Wettbewerber, mein Konkurrent hat die gleichen Standards und Rahmenbedingungen, ist das für den gar kein Problem. Mhm. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung von Autark. Da hat Herr Kopacz sich schon sehr unbeliebt gemacht, indem er das Tempolimit gefordert hat auf Deutschlands Straßen. Auf der ganzen Welt geht das, nur bei uns nicht. Er hat noch eine andere Forderung, nämlich zu sagen, wir können uns ja vornehmen, dass wir sagen, in Europa, europaweit, innerhalb der Europäischen Union, gelten in 20 Jahren für alle Produkte Ökostandards. Genau. Also nehmen wir mal den Pkw heraus. Da hat die Europäische Union schon eine Vorgabe gemacht von 135 Gramm CO2 pro Kilometer. Darf die Flotte eines Herstellers insgesamt emittieren. Also pro Fahrzeug 135 Gramm pro Kilometer. Da dürfen dann Fahrzeuge da sein, das sind die großen schwergewichtigen Fahrzeuge, die haben dann 250 Gramm pro Kilometer. Und dafür müssen sie dann aber auch viele kleine verkaufen, damit sie insgesamt auf diesen Schnitt kommen. Jetzt hat die Europäische Union, wie gesagt, oder vielleicht habe ich es noch gar nicht gesagt, also die Europäische Union ist ein Markt mit 500 Millionen Konsumenten, Einwohnern. Und das ist also ein sehr mächtiges Instrument. Und jetzt hat man diese Vorgabe von 135 Gramm auf 95 Gramm verringert. Und damit wird die gesamte Automobilflotte immer klimafreundlicher, wenn man die Standards einhält. Zurzeit gibt es ja eine Diskussion bei VW und so weiter. Ich gerade sagen. Aber, Osnabrück, Karmann, VW, schwieriges Feld. Von der Grundintention passt das ja. Die Vorgaben werden jetzt zumindest ansatzweise umgesetzt, werden jetzt vermutlich besser umgesetzt, weil das politisch eingefordert wird. Aber wenn man das jetzt diesen Fahrplan weiter fortführt, dann ist vorstellbar, dass im Jahr 2025 die Vorgabe bei 50 Gramm ist und irgendwann wäre das Null-Energie-Auto-Standard. Und so kann sich dieser Prozess verselbstständigen, ohne dass ich mit dem Einzelnen darüber diskutieren muss, ja, kauf du doch jetzt lieber ein sparsames Auto. Da fragt sich ja jeder, warum soll ich jetzt anfangen? Ja, also das ist, glaube ich, der Punkt. Das hatten wir in der letzten Sendung schon besprochen, in den letzten zwei Sendungen schon besprochen. Es reicht nicht zu sagen nach dem Motto, liebe Leute, schnallt euch an, weil bei Unfällen seid ihr nicht so stark verletzt. Da hat man auch gesagt, anschnallen ist Pflicht. Und genauso muss man politisch sagen, Ökostandard in 20 Jahren, darunter darf es keine Produkte mehr geben. Genau, die Sache ist halt immer, was kann man zum Standard machen? Nehmen wir mal die sogenannte Faktor-4-Pumpe, das ist so eine Heizungszirkulationspumpe, ist in jedem Haushalt und in jedem Haus. Und das war wirklich der größte Verbraucher teilweise, Stromverbraucher im Haushalt und keiner hat davon etwas mitbekommen. 800 Watt, teilweise, also ist schon fast wie ein Staubsauger, den man laufen lässt, da wäre sofort jeder gewarnt. Und diese Pumpe hat sich unbemerkt halt dort, hat ihre Arbeit verrichtet. Und dann gab es die sogenannte Faktor-4-Pumpe, die nur ein Viertel der Stroms verbraucht. Die ist elektronisch geregelt, ganz clever. Und dann war diese Pumpe ungefähr, ich glaube nicht, 10, 15 Jahre am Markt, aber hat sich nur ganz schleppend durchgesetzt, weil viele Handwerker dann gesagt haben, naja, ach, das lohnt sich nicht, weil die war etwas teurer. Und dann hat man eine gewisse Marktdurchdringung erreicht. Es gab andere Wettbewerber, die auch diese Pumpe angeboten haben. Und dann hat die Europäische Union gesagt, so, das machen wir jetzt zum Standard für alle. Mhm. Jetzt werden in ganz Europa keine anderen Pumpen mehr verkauft. Und so hat sich dieser Prozess verselbstständigt. Und dem Bauherren ist das eigentlich wurscht. Er spart ja am Ende, ich sage immer, so eine Pumpe ist eine moderne Sparbüchse. Er spart schon nach dem dritten, vierten Jahr, spart richtig viel Geld ein. Und naja, macht sich gar keine Gedanken mehr drum, weil es einfach jetzt Routine geworden ist. Mhm. Zum Schluss nochmal zur Lasagne. Wir haben gesagt, durch 13 Länder wird die produziert. Da scheint sich ja monetär in irgendeiner Form zu rechnen. Aber energetisch, ressourcentechnisch kann sich das nicht rechnen. Das heißt, wir haben eigentlich die falschen Berechnungsmodelle, wie wir die ökologischen Kosten von solchen Produktionsweisen berechnen. Ja, momentan gelten einfach, sagen wir mal, die Treibstoffkosten und andere Kosten, die entstehen, zum Beispiel das Gesundheitssystem muss ja Kosten auffangen, die Feinstäube belasten die Gesundheit der Menschen, der Lärm,
Der Lärm alleine hat katastrophale Auswirkungen auf die Gesundheit und gerade Lkw-Verkehr ist besonders lärmintensiv. All das sind Kosten, die entstehen. Das sind viele, viele Milliarden. Da kursieren unterschiedliche Zahlen. Aber es ist um Potenzen mehr als, sagen wir, die reinen Betriebskosten des, sagen wir mal, des Logistikers. Und da ist der Ansatz von vielen, dass man diese Kosten erhöht. Momentan ist das Gegenteil passiert. Die Maut zum Beispiel wurde sogar noch verringert. Auch eine Vorgabe der EU, die ich jetzt nicht so begrüße, wo ich doch immer so positiv über die Standards der Europäischen Union rede. Die Union legt nämlich auch sehr viel Wert auf radikalen Wettbewerb und Liberalisierung. Da bin ich eher vorsichtig. Auch diese Liberalisierungsvorgabe war halt, diese Maut zu reduzieren. Und das wäre eigentlich, ist eigentlich ein Irrweg. Die Preise müssen zumindest langsam, müssen sie steigen. Aber man darf es nicht übertreiben. Wenn zum Beispiel Benzin jetzt jedes Jahr massiv teurer würde, dann würden als erstes diejenigen darunter leiden, die am wenigsten Geld haben. Das wäre unsolidarisch und unfair. Und deswegen würde ein solches Konzept auch ziemlich schnell politisch scheitern. Wir haben das ja bei der Energiewende und den hohen Strompreisen mitbekommen. Mit einmal hieß es, die Energiewende ist unsozial. Und wenn man reinkommt in so eine Diskussion, das ist hochproblematisch. Deswegen denke ich, man darf an der Preisschraube nur begrenzt drehen. Und auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel alle Autos immer sparsamer werden, also die gesamte Flotte, dann werden alle, profitieren alle mit davon, auch die ärmsten Haushalte. Zum Schluss ein letzter Aspekt noch. Da ist mir so richtig aufgegangen, wie irre eigentlich die ganze Diskussion mittlerweile ist. Denn Herr Kopatz schreibt in seinem Buch, nochmal zur Lasagne, wenn ich in ein Restaurant gehe, könnte eigentlich das Restaurant auch die Lasagne selber herstellen, regional herstellen. Man sagt ja immer, Globalisierung 2.0 ist die Deglobalisierung, man macht es regional. So irre ist die Diskussion. Ich meine, deshalb gehe ich ja eigentlich ins Restaurant, damit mal das, was dort gemacht wird, gegessen wird und nicht irgendwelche aus 13 Kontinenten zusammengebastelte Lasagne nur aufgewärmt wird. Genau. Wir sind also wirklich idiotisch, auch wie wir leben und wie die Standards mittlerweile gesetzt sind. Ja, also deswegen geht es, man muss immer das ganze System sehen. Nicht? Wenn man da jetzt an so einem einzelnen Beispiel darüber redet mit den Menschen und versucht, ja, die Leute davon zu überzeugen, kauf ein anderes Produkt oder koche anders, das ist außerordentlich schwierig. Ich möchte lieber die Rahmenbedingungen verändern, damit die Lasagne Stück für Stück lokaler produziert wird. Ein Kapitel habe ich im Buch, das nennt sich Wirtschaftsförderung 4.0, wo die Kommunalpolitik oder die Wirtschaftsförderer aktiv versuchen, so einen Prozess anzuschieben. Also aktiv zum Beispiel Kooperationen zwischen Landwirten und den Bürgern, wo dann die Ernte solidarisch mitfinanziert wird, solche Sachen anzuschieben, damit, also ich sag mal, da kann man auch als Kommunalpolitik eine ganze Menge machen, dass regionale Wertschöpfung und Gemeinwohlwirtschaft sich wieder einen höheren Stellenwert bekommen können. Aber dafür braucht es eine aktive Politik. Momentan legen die meisten Kommunen sehr viel Wert darauf, ein neues Gewerbe anzusiedeln, Hauptsache Arbeitsplätze. Und diese Idee, dass man möglichst viele, dass die Menschen vor Ort möglichst viele Produkte auch in ihrer Region einkaufen, beispielsweise die Zutaten, die für eine Nudel notwendig sind oder für die Lebensmittel, das ist noch eine Aktivität, die kommunal relativ unterbelichtet ist. Also für mich ist das eine perverse Diskussion, wenn wir darüber reden, eine Nudel können wir selber machen. Nein, geht nicht, muss aus China hergeholt werden. Oder eine schwäbische Brezel. Das ist immer der Fall, wenn die minimalen, also wenn die Kosten alleine regieren, das ist normal, das ist betriebswirtschaftlich. Und da können Sie sagen, das finde ich absurd. Der Punkt ist, nicht nur diese Absurdität zu beklagen und Unternehmen sich darüber zu beschweren, sondern Rahmenbedingungen so einzufordern, dass das von alleine kommt. Beispielsweise hier bei der Lasagne mit den Transportkosten. Es ist ja, ich glaube, Tiertransporte dürfen 24 Stunden sein. Mhm. Damit kann ich also Rinder bis in die Türkei schaffen. Wenn ich diese, und das ist ein Standard, auch das ist eines von vielen, vielen Gesetzen, die wir haben. Und diese Vorgabe könnte ich zum Beispiel auf 12 Stunden verkürzen. Das wäre eine einfache Veränderung in der ganzen Europäischen Union. Da hätte ich schon die Distanzen deutlich verringert. Und dann 5 Jahre später mache ich vielleicht 6 Kilometer und so weiter. Also das sind so lauter Stellschrauben, die man hat, die dann unheimlich große Wirkung entfalten im ganzen Handelsraum der EU. Viele weitere tolle Beispiele finden Sie in dem neuen Buch von Michael Kopatz, Ökoroutine. Also ich lege Ihnen das nochmal ans Herz. Wir haben heute über Lasagne gesprochen und da muss ich das Buch auch ein bisschen kritisieren. Michael Kopatz sagt in dem Buch, Lasagne können wir selber machen.
Aber ein Rezept dafür ist nicht drin. Also das muss er noch nachbessern in der zweiten Auflage. Vielen Dank, Michael Kupatz. Dankeschön, dass Sie hier waren. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. So. Und das war's auch heute schon wieder mit der dritten Ausgabe von Autark. Nächste Woche, wie gesagt, mit einem Beispiel aus Dömen, wie man sich wirklich zu Hause 100% autark macht. Dankeschön, vielen Dank hier im Studio. Wiedersehen. Dankeschön. Dankeschön.